müssen doch wissen, wo Sie ihn hingebracht haben. Na ja, dann sehen Sie doch bitte nach. Na also, wie heißt das? Habe ich noch nie gehört. Buchstabieren Sie doch bitte mal. Marie? Aha, ja, Heinrich. Ja, nein, danke, das finde ich schon selber. Wiederhören, Heinrich. So, ich muss los. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Gern, Marjärchen, wohin denn? Zum nächsten Taxistand, ich habe eine Besorgung zu machen. Aber nur schnell, schnell, ich habe brauche Termine. Was macht denn Peter? Oh, wie immer, der ist ja tüchtig. Ich meine doch privat. Na ja, ein bisschen reserviert, das kann man ja verstehen, oder? Natürlich, nach der Geschichte in Berlin. Nachdem er von der halben Familie beschattet wurde. Ja, ja, und obendrein noch zu Unrecht. Glaubst du, dass es endgültig aus ist? Ja, ja, ich glaube schon. Ist ja vielleicht auch besser so. Na ja, aber Helga leidet doch sehr darunter. Heinrich, du solltest dich mal um sie kümmern. Bloß wann? Im Augenblick? Ich habe Angst, sie macht Dummheiten. Bloß wegen einer geplatzten Verlobung? Das ist doch kein Beinbruch. Ja, für dich nicht. Naja, er war ja immerhin mein Schwiegersohn auch. Aber du hast ihn ja noch als Mitarbeiter. Helga wird schon nicht sitzen bleiben. Nein, aber die Torschusspanik beginnt doch heutzutage schon mit 18. Also. Gut, ich werde mit dir reden. Ach, halt mal. Hier will ich raus. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Sturzbecher. Donnerwetter, Sie sehen aber gut aus. Na, wie war es im Urlaub? Sehen Sie mich doch an. Sonnenbräune ohne Sonne, alles künstlich, nur damit sich die Leute ärgern morgen. Hatten Sie denn keinen schönen Urlaub? Doktor, was, die Adria. Adria klingt gut, nicht als Kälte und Sturm. Was heißt Sturm, Orkan? Mindestens Windstärke 12 und morgen. Ich dachte, Sie... Ich auch. Im Prospekt sah es aus wie ein Ozeandampfer, in Wirklichkeit eher ein Fischkutter. Fotos können ja so schrecklich lügen, Charlotte. Arme Frau Sturzbecher. Essen soll ja gut gewesen sein. Soll? Essen Sie mal was, wenn Ihnen todübel ist, weil Sie in einer Nussschale auf haushohen Wellen tanzen. Ich verreise immer zur falschen Zeit mit dem falschen Unternehmen in die falsche Gegend. Toll, was, meine Dame? Mann, haben Sie mich erschreckt. Entschuldigung. Ganz schön mitgenommen, was? Den muss ein Verrückter gefahren haben. Ja, das war ich. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, naja, sowas kann schließlich jedem mal passieren. Vielleicht hatten Sie auch gar keine Schuld. Nein, nein, Sie haben vollkommen recht. Aber ich habe auch meinen Führerschein sofort wieder freiwillig zurückgegeben. Dabei war er erst 3 Stunden alt. Oh, das ist bitter. Und nun wollen Sie die Überreste in Ihrem Garten aufstellen, als Souvenir. Na, Sie haben ein Gemüt. Nein, ich will ganz was anderes. Ich habe nämlich hier irgendwo... Wo ist es denn? Da ist es ja. Mein Maskottchen. Das hat mir mein Mann geschenkt. Und das habe ich in der Aufregung vergessen bei dem Unfall. Aha. Und den wollen Sie mitnehmen? Warum denn nicht? Feines Maskottchen. Hat doch offensichtlich nicht geholfen. Na, hören Sie mal. Immerhin bin ich ja noch heil geblieben. Im Tunis saß ich 3 Nächte auf dem Flugplatz, weil meine Reisegesellschaft pleite war. Wenn ich nach Paris reise, um die Mona Lisa zu sehen, ist sie garantiert nach Amerika ausgeliehen. Fall immer rein beim Reisen. Dann bleiben Sie lieber zu Hause, Frau Sturzbecher. Aber ich reise doch so gern. Moin, Charlotte. Guten Morgen, Herr Direktor. Oh, Frau Sturzbecher, Sie sehen ja großartig aus. Oh, danke, Herr Direktor. Die neue Anlage da? Jawohl. Jetzt kann ich 50 wichtige Anschlüsse automatisch durch Knopfdruck wählen. Ihr Haus natürlich an erster Stelle. Was, 50? Ja, Charlotte. Sie haben doch allein 200 Telefonnummern im Kopf. Ja, das schon, aber ich spare Zeit. In der Zeit, in der ich sonst wähle, kann ich jetzt was anderes tun. Also, was wollen Sie denn noch alles machen, Charlotte? Sie sind ja sowieso die einzige Frau, die konzentriert 2 Dinge auf einmal machen kann. Oh, jetzt passen Sie mal auf. Das müssen Sie sich jetzt aber hier noch anhören. Das hat mir der Czarski vorgelesen im Auto. Aushang am schwarzen Brett der Brettmotorenwerke Neufundland. Wir bitten darum, dass irgendwann zwischen Arbeitsbeginn und Werkschluss, natürlich ohne Beeinträchtigung der Zeit, die normalerweise für Frühstück, Kaffeepausen, Erholungszeiten, Geschichten erzählen, sowie Erörterung der Urlaubspläne und des gestrigen Fernsehprogramms verwendet wird, jeder Angestellte sich bemüht, etwas Zeit
für das zu reservieren, was normalerweise als Arbeit bezeichnet wird. Für viele mag das eine radikale Neuerung bedeuten, wir aber glauben ehrlich, dass unsere Idee große Möglichkeiten in sich birgt. Na? Großartig, das würde ich gleich mal hektografieren und verteilen lassen. Von der Kohlehalle bis zur Meierei. Und was ist denn mit Ihnen los? Diese abscheuliche Bildung geht von auf mich. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Weil ich mir gegönnt habe, meinen wohlverdienten Urlaub zu nehmen. Dann habe ich Monat um Monat gearbeitet, ohne einen Tag zu fehlen. Jetzt wird mir vorgeworfen, dass ich eine armselige 14-Tage-Reise bringe. Frau Stürzbecher, Sie sind ja nervöser vom Urlaub zurückgekommen, wie Sie abgefahren sind. Frau Stürzbecher hatte einen sehr anstrengenden Urlaub, Herr Direktor. Wollen Sie sich noch ein paar Tage von Ihren Ferien ausruhen? Vielen Dank. Mir soll niemand vorwerfen können. Ich versäume meine Pflicht, Herr Direktor. Ich kann Frau Weber nicht noch länger allein lassen. Gut, gut. Also die Termine. 9:15 Uhr Unterredung mit Juliana de Wenzel, 10 Uhr Sitzung mit den Einkäufern über Preisgestaltung, 11 Uhr Kontrolleursbesprechung, 12.30 Uhr Werberat, 14 Uhr Friseur, 14.30 Uhr Bauabteilung, 15.45 Uhr Besichtigung der Fleischpackerei, 16.30 Uhr Tarifgespräche, 19 Uhr Essen mit Herrn Direktor Jacquet. Na gut, also die Personalakte Wenzel. Und Charlotte, kommen Sie noch mal rein. Ah, Charlotte, heute mal keine anonymen Briefe. Seit der Entlobung nichts. War das alles, was der Kerl wollte? Ich habe immer geglaubt, es hätte berufliche Belange. Auf jeden Fall wollte er an Dr. Rehbein schaden. Aber vielleicht hat er es nun aufgegeben. Das ist egal, für mich ist der Fall nicht erledigt, wenn er auch Peter und Helga auseinandergebracht hat. Vielleicht war das ganz gut. Es hat gezeigt, dass sie nicht zusammengehörten. Aber wie kriegen wir nur raus, wer der Kerl war? Vielleicht weiß er Dr. Rehbein. Ah, nein. Dem können wir damit jetzt nicht kommen. Der ist sehr verärgert, dass wir alle nach Berlin nachgereist sind. Eine Detektei? Ungern. Muss es überlegen. Ach was, Charlotte, wir kriegen das schon selber raus. Ja? Herr Direktor, Herr Filialleiter Wenzel. Ja, ja. Soll reinkommen. Charlotte, denken Sie auch drüber nach, hm? Und wenn Sie einen Verdacht haben, sagen Sie es hemmungslos. Herr Wenzel, bitte. Guten Morgen, Herr Direktor. Ja, Herr Wenzel, kommen Sie rein. Aus Ihrer Filiale, da hört man nichts Gutes. Sie haben Inventurverluste bis zu 4.000 Mark. Ich weiß, Herr Direktor. Ich schlafe ja auch kaum noch, seitdem ich die Filiale übernommen habe. Ja, woran liegt's? Ich weiß es nicht. Es ist einfach zu viel für mich. Ich schaffe es nicht. Die Kassiererinnen, die machen Fehler und bei der Warenannahme, da werden wir immer verkehrt belastet. Ich habe auch Angst vor den Lieferanten. Immer fehlt etwas, aber ich komme zu spät darauf. Und die Personaldiebstähle, die lassen sich auch nicht unterbinden. Ja, bei Ihnen nicht, Herr Wenzel. Es gibt aber bei uns Filialen, die haben nur 0,2 Inventurverlust. Dahin werde ich nie kommen, Herr Direktor. Was machen wir denn nun mit Ihnen? Herr König hat gesagt, vor 4 Wochen, wenn die Inventurunsicherheit weiterhin so bliebe, dann müsste ich die Firma verlassen. Dieter? Ja, Herr König Junior. Ah, mein Sohn hat es nicht so gemeint. Sie sind ja lange bei uns, nicht? Ja, ja, von Anfang an, Herr Direktor. Wie wäre es denn, wenn Sie wieder erster Verkäufer drüben in Altona in der Filiale würden? Da danke ich Ihnen, Herr Direktor. Sie haben mir einen Albtraum abgenommen. Dann ist ja alles gut, nicht? Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank, Herr Direktor. Nehmen Sie wohl. Und auf Wiedersehen. Nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Charlotte? Ja, bitte? Verbinden Sie mich mal sofort mit meiner Frau. Guten Morgen, Frau Klaassen. Guten Morgen, Frau Klaassen. Wenn nicht... Dazu haben wir mehr möglich zu grüßen, was? Anita. Komm auch immer im falschen Moment, Frau König. Aber Sie wissen doch, Buntwäsche muss man extra waschen. Buntwäsche ist übertrieben. Der hat sich mit reingeschmuggelt eben. Ihr Geschirrverbrauch nimmt auch in letzter Zeit sehr zu. Sagen Sie mal, sind Sie verliebt? Nach dem Geschirrverbrauch zu urteilen, ja. Na, hoffentlich nicht ernst. Ich halte immer jeden Mann für den Mann meines Lebens.
bis ich rausstelle, dass das nicht ist. Ja, aber Anita, Sie müssen ja nicht immer gleich ans Heiraten denken. Gehst du in den Krieg, bete einmal. Gehst du zur See, bete zweimal. Aber in die Ehe dreimal. Das ist ein sehr weises, altes Sprichwort, mein Kind. Keine Angst, Frau König. Ich denke noch nicht ans Heiraten. Ich wollte Sie bloß ein bisschen erschrecken. Na, Sie sind wie ein Frühchen. Nur stecken Sie das wieder in die Maschine. Ich gehe schon am Apparat. König? Ja, Heinrich. Neun Wagen, Unsinn. Ich habe doch meinen Führerschein zurückgegeben. Für das Haus, nein. Da sind fast alle Rechnungen bezahlt. 10.500 Mark, unmöglich. Also der letzte Scheck, den ich rausgegeben habe, der war über 250 Mark für eine Fernsehantenne. Ja, ich nicht. Und ja, in meinem Zimmer, da liegen die Blankoschecks. Für die Baufirmen, die Handwerker und die Möbelfabrikanten. Ja, es waren 4 Stück. Ja, es wäre schrecklich, wenn es einer von den Leuten ist, die hier ein- und ausgehen. Heinrich, ja, ich sehe noch mal in meinem Zimmer nach und rufe dich sofort an. Unser Anwärter bekomme ich mir gegrüßt, Frau König, was? Aber doch im Gegenteil, Frau Klaassen, ich habe Ihnen zweimal guten Morgen gesagt, aber der Staubsauger war so laut. Sie wissen doch, was Sie mir bedeuten. Ja, das will ich auch hoffen. Ich weiß, was unser Ein heute wert ist. Die reichsten Leute bitten mich, auf Knien bei Ihnen zu arbeiten. Auf Knie. Naja, so ist das eben heutzutage, nicht? Aber ich arbeite ja nur in Familien, wo mir der Mann sympathisch ist. Ach, Frau Klasse, da bin ich aber froh, dass Ihnen mein Mann sympathisch ist. Na, und sonst können Sie sich ja auch nicht über uns beklagen. Nö, nee, das tue ich ja auch gar nicht. Nö, nee, bei Ihnen ist ja alles in Ordnung, nicht? Aber bei Familien mit Kleinkindern, nee, da arbeite ich grundsätzlich nicht. Na, Ihre sind ja aus dem Gröbsten raus, nicht? Ja, Gott sei Dank. Na, und dann habe ich ja außerdem den Grundsatz, 3 Kinder sind das Äußerste in Familien, wo ich arbeite. Na, sagen Sie mal, Frau Klaassen, Sie müssen es doch Ihren Arbeitgebern überlassen, wie viele Kinder die haben wollen. Frau König, ich will doch hoffen, dass bei Ihnen nicht noch was Kleines unterwegs ist. Nein, Frau Klaassen, nein. Aber gegebenenfalls werden wir Sie rechtzeitig davon unterrichten. Herr Direktor? Ja? Das war eben in der Hauspost. Herr Direktor König persönlich und ohne Absender. Sie meinen? Sieht wieder ganz danach aus. Selbe Summe. Ich verstehe nicht ganz. Hier, Kontoauszug, dieselbe Summe. Ach, Sie meinen einen Zusammenhang? Und sicher. So eine Gemeinheit. Himmel, das ist so kotzt. Hier stinkt was und man muss es sich gefallen lassen. Aber jetzt habe ich aber genug. Baut man sich einen Betrieb auf, hat endlich ein Team zusammen. Weil ein junger Mensch, der ein Finanzgenie ist, ein korrekter Mitarbeiter, da kommt irgend so ein Dreckskerl, der ihn auf diese widerliche Art und Weise fertig machen will. Fertig machen? Sie meinen, dass... Naja, natürlich ist an der Sache nichts dran. Peter ging bei uns zu Hause aus und ein, bis zu der Geschichte mit Helga. Natürlich hätte er mühelos an die Schecks herankommen können im Zimmer meiner Frau. Aber hat er das nötig? Er hat es doch nicht nötig. Er spielt nicht, er macht keine Schulden. Ja. Die Sache mit Dunja war ja falscher Alarm. Obendrein, der Vater hat ja Geld genug. Export, Import, das reicht schon noch für ein Motorboot. Ja, haben Sie irgendeinen Verdacht? Nein. Ich dachte da im Augenblick an einen, der ist aber nicht hier. Jetzt will ich es wissen. Charlotte, bestellen Sie mir das Gränzchen um 11 Uhr hierher. Herrn Kallika hat Ihren Anwalt weggerufen. Aber die Kontrolleursbesprechung um 11. Verschieben, wenn nötig auch den Werberat. Keine Atmosphäre für mich hier zum Arbeiten. Zu denken, dass jeder Kerl, dem ich freundlich auf die Schulter klopfe, vielleicht der Mann ist, der diese Schweinereien hier ausheckt, dann... Gehen wir ein bisschen spazieren, vielleicht fällt mir was ein. Guten Tag, Herr Direktor! Signore! Guten Appetit, meine Herren. Danke, Herr Direktor. Danke. Haben Sie gelernt, neue Zahlen? Ich, 110, 12, 13. Bene, bravo. Sehr gut, Sie kennen, Direktor. Was heißt zu Hause? A casa. Am Meer. Am Mare. Im Bett.
Aletto. Auf dem Lande. In Campagna. Brava. In ein paar Wochen, man essen Sie in Italien für die Italiener, Direktore. Ich werde das denn ausprobieren. Essen Sie auch gerne all'Italiana? Sehr. Ja, wahrscheinlich, Sie kennen nur Spaghetti Bolognese oder alla Napoletana, alla Pomerola. Deutsche Kollegen nennen nur Spaghetti Fresse. Haben keine Ahnung von unserer wunderbaren italienischen Küche. Doch. Ich war schon ein paar Wochen auf Sizilien. Macaroni con le sarde, Analetti gratinati. Quello sono gli Analetti. Sie haben schon gegessen? Calamari, Fisch? Wissen Sie auch, wie man kocht? Ich glaube, das wird in Semmelbrösel paniert, in Öl mit Pfeffer und Salz, Knoblauch und Petersilie im Ofen gebacken. Was? Nicht Petersilie. Immer. Aber unmöglich. Ich habe es immer so gegessen. Wir werden fragen, Kollege von mir, was ist Koch in einem italienischen Lokal? Er muss ja wissen. Ja, oh, da möchte ich es sein. Catania, Palermo. Oh, mein Palermo. Aber Herr Direktor, Sie können doch, wenn Sie wollen, schon heute Abend. Wie das so ist? Also, ich würde, wir würden... Nein, das ist eine dumme Idee von mir. Was los? Also, wir würden... Calamari Fische, für Sie kochen. Luigi! Sie haben ragione, Vincenzo. Ist eine dumme Idee, ist vergessen. Nein, gar nicht. Wieso denn? Sie würden kommen, wenn wir Sie einladen? Ja, warum denn nicht, wenn es was Gutes gibt? Würden Sie heute Abend kommen? Heute? Heute gut, abgemacht. Luigi! Oh. Das macht uns sehr glücklich, Herr Direktor. Wir werden wunderbares Kuchen für Sie machen. Gut, nun Moment, ihr müsst mir nur sagen, wohin ich kommen muss. Helga? Ach, Mami, ich fahr mal schnell in die Stadt. Ich bin zum Abendessen wieder da. Nein, ein Augenblick, mein Kind. Du bist überhaupt nicht mehr zu Hause. Was treibst du eigentlich? Ach, ich suche mir einen Job. Ich will es Peter endlich beweisen. Alle halten mich für ein Kind, bloß weil ich noch kein Geld verdient habe. Aber das ist doch eine sehr gute Idee. Woran hast du denn gedacht? Ach, ich weiß eigentlich noch nicht so das Richtige. Na, vielleicht Dolmetscherin oder geh ins Hotelfach. Ach, Mami, dazu muss man sich jahrelang ausbilden lassen. Ich will doch gleich was verdienen. Na, vielleicht Krankenpflegerin? Ach. Ja, oder Stewardess, dann siehst du was von der Welt. Ja, dann will... Anna, Herr Direktor, wie wäre es denn, wenn Sie wieder erster Verkäufer drüben in Altona in der Filiale würden? Da danke ich Ihnen, Herr Direktor, Sie haben mir einen Albtraum abgenommen. Dann ist ja alles gut, nicht? Ich danke Ihnen vielmals. Ja. Vielen Dank, Herr Direktor. Nehmen Sie wohl. Und auf Wiedersehen, nochmals, vielen Dank. Wiedersehen. Charlotte? Ja, bitte? Verbinden Sie mich mal sofort mit meiner Frau. Guten Morgen, Frau Klaassen. Guten Morgen, Frau Klaassen. Wenn nicht... Kannst du auch mit mir möglich zu grüßen, was? Anita... Komm auch immer im falschen Moment, Frau König. Aber Sie wissen doch, Buntwäsche muss man extra waschen. Buntwäsche ist übertrieben. Der hat sich mit reingeschmuggelt eben. Ihr Geschirrverbrauch nimmt auch in letzter Zeit sehr zu. Sagen Sie mal, sind Sie verliebt? Nach dem Geschirrverbrauch zu urteilen, ja. Na, hoffentlich nicht ernst ist. Ich halte immer jeden Mann für den Mann meines Lebens. Bis ich rausstelle, dass das nicht ist. Ja, aber Anita, Sie müssen ja nicht immer gleich ans Heiraten denken. Gehst du in den Krieg, bete einmal. Gehst du zur See, bete zweimal. Aber in die Ehe dreimal. Das ist ein sehr weises, altes Sprichwort, mein Kind. Keine Angst, Frau König. Ich denke noch nicht ans Heiraten. Ich wollte Sie bloß ein bisschen erschrecken. Na, Sie sind wie ein Brötchen. Nur stecken Sie das wieder in die Maschine. Ich gehe schon an den Apparat. König? Ja, Heinrich. Neuen Wagen, Unsinn. Ich habe doch meinen Führerschein zurückgegeben. Für das Haus, nein. Da sind fast alle Rechnungen bezahlt. 10.500 Mark, unmöglich. Also der letzte Scheck, den ich rausgegeben habe, der war über 250 Mark für eine Fernsehantenne.
Ich nicht. Und ja, in meinem Zimmer, da liegen die Blankoschecks für die Baufirmen, die Handwerker und die Möbelfabrikanten. Ja, es waren 4 Stück. Ach, ja, es wäre schrecklich, wenn es einer von den Leuten ist, die hier ein- und ausgehen. Heinrich, ja, ich sehe noch mal in meinem Zimmer nach und rufe dich sofort an. Unser Ein wird gar nicht mehr gegrüßt, Frau König, was? Aber doch im Gegenteil, Frau Klassen, ich habe Ihnen 2-mal guten Morgen gesagt, aber der Staubsauger war so laut. Sie wissen doch, was Sie mir bedeuten. Ja, das will ich auch hoffen. Ich weiß, was unser Ein heute wert ist. Die reichsten Leute bitten mich, auf Knien bei Ihnen zu arbeiten. Was, Charlotte, wir kriegen das schon selber raus. Ja? Herr Direktor, Herr Filialleiter Wenzel. Ja, ja, soll reinkommen. Charlotte, denken Sie auch drüber nach, hm? Und wenn Sie einen Verdacht haben, sagen Sie es hemmungslos. Herr Wenzel, bitte. Guten Morgen, Herr Direktor. Ja, Herr Wenzel, kommen Sie rein. Aus Ihrer Filiale, da hört man nichts Gutes. Sie haben Inventurverluste bis zu 4.000 Mark. Ich weiß, Herr Direktor. Ich schlafe ja auch kaum noch, seitdem ich die Filiale übernommen habe. Ja, woran liegt's? Ich weiß es nicht. Es ist einfach zu viel für mich. Ich schaffe es nicht. Die Kassiererinnen, die machen Fehler und bei der Warenannahme, da werden wir immer verkehrt belastet. Ich habe auch Angst vor den Lieferanten. Immer fehlt etwas, aber ich komme zu spät darauf. Und die Personaldiebstähle, die lassen sich auch nicht unterbinden. Ja, bei Ihnen nicht, Herr Wenzel. Es gibt aber bei uns Filialen, die haben nur 0,2 Inventurverlust. Dahin werde ich nie kommen, Herr Direktor. Was machen wir denn nun mit Ihnen? Herr König hat gesagt, vor 4 Wochen, wenn die Inventurunsicherheit weiterhin so bliebe, dann müsste ich die Firma verlassen. Dieter? Ja, Herr König Junior. Ah, mein Sohn hat es nicht so gemeint. Sie sind ja lange bei uns, nicht? Ja, ja, von Anfang an, Herr Direktor. Wie wäre es denn, wenn Sie wieder erster Verkäufer drüben in Altona in der Filiale würden? Da danke ich Ihnen, Herr Direktor. Sie haben mir ein Albtraum abgenommen. Dann ist ja alles gut, nicht? Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank, Herr Direktor. Nehmen Sie wohl. Und auf Wiedersehen. Nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Charlotte? Ja, bitte? Verbinden Sie mich mal sofort mit meiner Frau. Guten Morgen, Frau Klaassen. Guten Morgen, Frau Klaassen. Wenn nicht... Kannst du auch mit mir möglich zu grüßen, was? Anita. Ich komme auch immer im falschen Moment, Frau König. Aber Sie wissen doch, Buntwäsche muss man extra waschen. Buntwäsche ist übertrieben. Der hat sich mit reingeschmuggelt. Eben. Ihr Geschirrverbrauch nimmt auch in letzter Zeit sehr zu. Sagen Sie mal, sind Sie verliebt? Nach dem Geschirrverbrauch zu urteilen, ja. Na, hoffentlich nicht ernst ist. Ich halte immer jeden Mann für den Mann meines Lebens. Bis sich rausstellt, dass das nicht ist. Ja, aber Anita, Sie müssen ja nicht immer gleich ans Heirat. Ja. Vielen Dank, Herr Direktor. Nehmen Sie wohl. Und auf Wiedersehen. Nochmals vielen Dank. Wiedersehen. Charlotte? Ja, bitte? Verbinden Sie mich mal sofort mit meiner Frau. Guten Morgen, Frau Klaassen. Guten Morgen, Frau Klaassen. Wenn nicht... Kannst du auch mit mir möglich zu grüßen, was? Anita. Ich komme auch immer im falschen Moment, Frau König. Aber Sie wissen doch, Buntwäsche muss man extra waschen. Buntwäsche ist übertrieben. Der hat sich mit reingeschmuggelt. Eben. Ihr Geschirrverbrauch nimmt auch in letzter Zeit sehr zu. Sagen Sie mal, sind Sie verliebt? Nach dem Geschirrverbrauch zu urteilen, ja. Na, hoffentlich nicht ernst ist. Ich halte immer jeden Mann für den Mann meines Lebens.
bis sich rausstellt, dass das nicht ist. Tja, aber Anita, Sie müssen ja nicht immer gleich ans Heiraten denken. Gehst du in den Krieg, bete einmal. Gehst du zur See, bete zweimal. Aber in die Ehe dreimal. Das ist ein sehr weises, altes Sprichwort, mein Kind. Keine Angst, Frau König. Ich denke noch nicht ans Heiraten. Ich wollte Sie bloß ein bisschen erschrecken. Na, Sie sind wie ein Brötchen. Nur stecken Sie das wieder in die Maschine. Ich gehe schon an den Apparat. König? Ja, Heinrich. Neuen Wagen, Unsinn. Ich habe doch meinen Führerschein zurückgegeben. Für das Haus, nein. Da sind fast alle Rechnungen bezahlt. 10.500 Mark, unmöglich. Also der letzte Scheck, den ich rausgegeben habe, der war über 250 Mark für eine Fernsehantenne. Ja, ich nicht. Und ja, in meinem Zimmer, da liegen die Blankoschecks. Für die Baufirmen, die Handwerker und die Möbelfabrikanten. Ja, es waren 4 Stück. Ja, es wäre schrecklich, wenn es einer von den Leuten ist, die hier ein- und ausgehen. Heinrich, ja, ich sehe noch mal in meinem Zimmer nach und rufe dich sofort an. Unser Ein wird wohl gar nicht mehr gegrüßt, Frau König, was? Aber doch im Gegenteil, Frau Klaassen, ich habe Ihnen zweimal guten Morgen gesagt, aber der Staubsauger war so laut. Sie wissen doch, was Sie mir bedeuten. Ja, das will ich auch hoffen. Ich weiß, was unser Ein heute wert ist. Die reichsten Leute bitten mich, auf Knien bei ihnen zu arbeiten. Auf Knie. Naja, so ist das eben heutzutage, nicht? Aber ich arbeite ja nur in Familien, wo mir der Mann sympathisch ist. Ach, Frau Klasse, bin ich aber froh, dass Ihnen mein Mann sympathisch ist. Na, und sonst können Sie sich ja auch nicht über uns beklagen. Nö, das tue ich auch gar nicht. Nö, bei Ihnen. Ist ja alles gut, nicht? Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank, Herr Direktor. Nehmen Sie wohl. Und auf Wiedersehen. Nochmals, vielen Dank. Wiedersehen. Charlotte? Ja, bitte? Verbinden Sie mich mal sofort mit meiner Frau. Guten Morgen, Frau Klaassen. Guten Morgen, Frau Klaassen. Wenn nicht... Kannst du auch mit mir möglich zu grüßen, was? Anita... Ich komme auch immer im falschen Moment, Frau König. Aber Sie wissen doch, Buntwäsche muss man extra waschen. Buntwäsche ist übertrieben. Der hat sich mit reingeschmuggelt eben. Ihr Geschirrverbrauch nimmt auch in letzter Zeit sehr zu. Sagen Sie mal, sind Sie verliebt? Nach dem Geschirrverbrauch zu urteilen, ja. Na, hoffentlich nicht ernstes. Ich halte immer jeden Mann für den Mann meines Lebens. Bis sich rausstellt, dass das nicht ist. Tja, aber Anita, Sie müssen ja nicht immer gleich ans Heiraten denken. Gehst du in den Krieg, bete einmal. Gehst du zur See, bete zweimal. Aber in die Ehe dreimal. Das ist ein sehr weises, altes Sprichwort, mein Kind. Keine Angst, Frau König. Ich denke noch nicht ans Heiraten. Ich wollte Sie bloß ein bisschen erschrecken. Na, Sie sind wie ein Brötchen. Nur stecken Sie das wieder in die Maschine. Ich gehe schon an den Apparat. König? Ja, Heinrich. Neuen Wagen, Unsinn. Ich habe doch meinen Führerschein zurückgegeben. Für das Haus, nein. Da sind fast alle Rechnungen bezahlt. 10.500 Mark, unmöglich. Also der letzte Scheck, den ich rausgegeben habe, der war über 250 Mark für eine Fernsehantenne. Ja, ich nicht. Und ja, in meinem Zimmer, da liegen die Blankoschecks. Für die Baufirmen, die Handwerker und die Möbelfabrikanten. Ja, es waren 4 Stück. Es wäre schrecklich, wenn es einer von den Leuten ist, die hier ein- und ausgehen. Heinrich, ja, ich sehe noch mal in meinem Zimmer nach und rufe dich sofort an. Unser Ein wird wohl gar nicht mehr gegrüßt, Frau König, was? Aber doch im Gegenteil, Frau Klaassen, ich habe Ihnen zweimal guten Morgen gesagt, aber der Staubsauger war so laut. Sie wissen doch, was Sie mir bedeuten. Ja, das will ich auch hoffen. Ich weiß, was unser Ein heute wert ist. Die reichsten Leute bitten mich, auf Knien bei ihnen zu arbeiten. Auf Knie. Naja, so ist das eben heutzutage, nicht? Aber ich arbeite ja nur in Familien, wo mir der Mann sympathisch ist. Ach, Frau Klasse, bin ich aber froh, dass Ihnen mein Mann sympathisch ist. Na, und sonst können Sie sich ja auch nicht über uns beklagen.